Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu einem neuen Interview aus der Reihe Mamas erzählen. Heute mit der lieben Jacqueline. Hallo Jacqueline. Hallo. Möchtest du dich ganz kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du? Ja, also mein Name ist Jacqueline, ich bin 26 Jahre alt, wohne in der Nähe von Stuttgart und bin seit kurzem Mama. Also vor 4 Monaten bin ich Mama geworden und ich hatte eine Ausbildung gemacht, eine ganz normale Ausbildung, mittlerer Dienst für die Beamtenlaufbahn, bin dann zum Studium gekommen, also habe dann die Laufbahn für den gehobenen Dienst gemacht und bin jetzt in die Selbstständigkeit gekommen, beziehungsweise baue mir die Selbstständigkeit während der Elternzeit jetzt auf. Und wir haben uns ja im Vorfeld schon so ein bisschen unterhalten. Und du hast mir gesagt, früher hattest du so null Selbstvertrauen und heute kannst du sagen, dass es dir eigentlich am Arsch vorbeigeht, was andere Leute über dich denken. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Was war denn an der Stelle oder bezüglich dieses Themas der Wendepunkt für dich? Wann war das? Das war 2012 hat es angefangen, als mein Papa sich das Leben genommen hatte. Da kamen eben bei mir so die Fragen auf, beziehungsweise ich habe halt für mich dann gedacht, ich will nicht, dass mein Leben so endet. Ich muss irgendwas aus mir machen. Also ich muss was anderes machen. Ich kann es nicht länger akzeptieren, dass ich einfach die Erwartungen von anderen erfülle, nicht meine eigenen. Und das hat zwar dann noch eine Weile gedauert, also ich habe schon ziemlich lange gebraucht, weil 2015 ist dann noch meine Oma gestorben, was mich dann auch noch mal so ein bisschen, ja, mir den Boden, sag ich mal, unter den Füßen weggezogen hat. 2016 habe ich dann aber gestartet, da bin ich dann erstmal richtig mit Persönlichkeitsentwicklung in Kontakt gekommen und habe dann auch viele verschiedene Seminare besucht und ja, habe dann eine Coach-Ausbildung angefangen letztes Jahr. Und ja, also das war auf jeden Fall mein Wendepunkt. Wie würdest du dich so nochmal beschreiben? Also wie warst du vor dieser Entwicklung und wie bist du heute? Also ich war früher immer extrem schüchtern. Ich habe auch meine Meinung nie geteilt. Also ich habe immer wirklich die Erwartungen von anderen erfüllt und habe meine eigenen Erwartungen, sag ich mal, zurückgesteckt. Einfach weil ich Angst hatte irgendwie vor Ablehnung, vor Zurückweisung. Ich habe Diskussionen immer gemieden, weil ich wollte halt nie irgendwo anecken oder mit jemand anecken. Und also wirklich, ich hatte eigentlich gar kein Selbstvertrauen. Mir war die Meinung von anderen Menschen einfach wichtiger als meine eigene. Wenn mir irgendjemand gesagt hat, hey, das ist scheiße, dann habe ich für mich gedacht, okay, das ist scheiße, ich mache das jetzt nicht. Also ich habe wirklich nie auf mich selber gehört. Ich konnte mich selber nicht so annehmen, wie ich war. Also es war extrem schwierig für mich, war auch ein extrem langer Prozess zu dem Punkt, wo ich jetzt stehe. Also jetzt ist wirklich so, dass es mir einfach scheißegal ist, auf Deutsch gesagt, was andere Menschen von mir denken. Sorry. Aber ich habe dafür, erstens mal habe ich auch Coaching selber gemacht. Also ich habe mich coachen lassen, habe verschiedene Seminare besucht und ich habe in der Zeit so oft meine Grenzen überschritten. Also es war wirklich schlimm für mich, weil ich habe halt auch immer in Situationen, wo für mich eine starke Herausforderung war oder wo ich einfach Angst vor hatte, habe ich immer andere Menschen vorgeschickt. Und das Problem war, das hat halt auch immer funktioniert. Das Einzige, mein Freund hat so ein bisschen immer den Riegel vorgeschoben. Also ich bin mit ihm schon seit 2010 zusammen. Und der hat mich mal meine Situation dann halt einfach alleine gelassen, hat mich so ins kalte Wasser reingeschmissen. Und ich musste das dann halt machen. Das war natürlich auch schon gut für mich, weil ich so auch ein bisschen gelernt habe, okay, das geht einfach nicht immer, dass ich andere Menschen vorschicken kann. Und die größte Veränderung für mich war da aber auch, als ich 2000, jetzt muss ich kurz überlegen, 2012 bis 2014 habe ich Ausbildung gemacht. 2016 war es, glaube ich, genau, da war ich für 3 Monate in Florenz. Das war ein Auslandssemester und ich hatte mich da einfach so mal just for fun beworben, weil ich auch wirklich, ich habe einfach nicht gerechnet, dass ich da auch angenommen werde. Also ich muss dazu sagen, das ist ein deutsches Institut, also Kunsthistorische Institut in Florenz. Und weil ich kann weder Italienisch noch kann ich gut Englisch, also mein Englisch ist eigentlich ja jetzt auch nicht so der Hit, sage ich mal. Ja, ich habe dann eine Zusage von da bekommen und dann dachte ich mir so,
Okay, also ich war halt total so perplex, ich wusste gar nicht, was ich jetzt machen sollte und ich dachte mir dann aber, für mich ist es einfach ein wichtiger Schritt, weil das extrem meine Komfortzone überschreitet und ich habe mir dann einfach den Flug gebucht und habe gesagt, okay, let's try, also ich probiere es einfach mal und das fing dann schon richtig schlecht eigentlich an, weil ich habe schon morgens, als ich gehen musste, war ich schon so, oh mein Gott, ich kann es eigentlich gar nicht und so. Und wir waren dann am Flughafen, meine Mama hatte mich hingebracht und mir fiel das echt schwer, da dann alleine durchzugehen, durch das Gate. Und ich saß dann im Flieger und hatte die ganze Zeit so irgendwie so ein Kribbeln, weil ich gar nicht wusste, was auf mich zukam oder zukommt. Und ich bin dann dort ausgestiegen und dann hatte ich schon das erste Problem mit dem Taxi, weil die natürlich kein Englisch verstanden haben, sondern nur Italienisch. Und ich dachte mir dann so, oh mein Gott, was habe ich nur getan? Am besten gleich den nächsten Flieger zurück. Und ich habe das dann einfach, diese Adresse in mein Navi eingetippt und habe es denen gezeigt und habe einfach gehofft, dass ich auch da ankomme. Das Problem war auch, ich musste den Schlüssel woanders abholen. Also ich musste erst den Schlüssel für die Wohnung abholen, weil die Unterkunft habe ich gestellt bekommen von dem Institut. Und dann musste ich zu der Wohnung. Okay. So, jetzt konnten die Leute, die mir den Schlüssel gegeben haben, auch nur Italienisch, beziehungsweise seine Frau konnte so ganz gebrochen Englisch. Und ich dachte mir, ich habe so einen Schlüsselbund bekommen und da waren, keine Ahnung, 10 Schlüssel oder so dran. Ich dachte mir, oh mein Gott. Ich habe das dann genommen und der Mann hat, ich habe es nicht verstanden, weil es auf Italienisch ja irgendwas zum Taxifahrer gesagt. Ich dachte mir so, okay, er sagt ihm wahrscheinlich nochmal, wo ich hin muss. Der hat mich dann da rausgelassen und stand ich vor so einer riesengroßen Tür und ja, ich habe versucht, die Tür aufzuschließen, die Tür ging nicht auf. So. Jetzt haben die natürlich, die haben es mir vielleicht gesagt, aber halt auf Italienisch, neben der Tür war so ein Schloss. Und da musste man den Schlüssel reinstecken und die Tür ging dann automatisch auf. Und das habe ich nicht gesehen. Ich habe so lange an der Türe versucht aufzuschließen, habe die dann so einen Spalt aufbekommen, habe mich durchgequetscht. Und dann stand ich vor der nächsten Türe, da war so ein Gitter halt. Also das ist halt, weil da immer ziemlich viel mit Einbrüchen und so weiter ist, sind da überall Gitter und deswegen ist es halt geschützt, dass da nochmal so ein Gitter ist, wo man ausschließen muss und da bin ich natürlich dann auch nicht reingekommen. Und dann stand ich da, ich habe schon fast geweint, weil ich dachte, oh mein Gott, was soll ich machen? Und da dachte ich mir, soll ich die jetzt anrufen und dann, was bringt es mir, die können nur Italienisch. Und dann ging zum Glück diese Tür auf, automatisch habe ich dann gesehen. Und dann habe ich die gefragt, ob die Englisch oder Deutsch können und die konnten sogar Deutsch. Dann habe ich gesagt, die Tür kriege ich einfach nicht auf und die drückt dagegen und die Tür geht auf. Ich dachte mir so, hä, jetzt war das so, die große Tür, wenn die automatisch geöffnet hat, die Mitteltür auf, also die Schlosstüre. Also es hat nur funktioniert, wenn man von außen automatisch die Tür aufgemacht hat. Ja, und dann gab es halt nochmal 3 Türen. 1 Tür durch den Flur, 1 Tür in die Wohnung und dann noch 1 Tür. Also bis ich da drin war, war ich fix und fertig erstmal. Und ja, ich dachte mir dann so, oh mein Gott, wie soll ich 3 Monate hier leben ohne Internet, ohne Fernseher? Also das gab es ja halt nicht. Und ich kannte ja wirklich niemand. Mhm. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das wird einfach ein Horror. Aber im Endeffekt war das einfach die wichtigste und beste Zeit für mich, weil ich wirklich gelernt habe, dass ich in die Angst reingehen muss. Mhm. Klar, ich hatte gar keine andere Wahl. Also wenn ich Essen kaufen musste oder so, und ich musste mich ja irgendwie verständigen und musste das halt alles dann alleine machen. Und das war wirklich ein sehr, sehr großer Schritt für mich, was mich auch extrem weitergebracht hat. Und ja. Ich finde das mega mutig. Das ist so krass. Ich glaube, das hätte ich mir nicht getraut. Aber wie du schon sagst, ne, man muss ja aus der Komfortzone raus, wenn man sich verändern möchte. Und das ist damit so das Schwierigste, so dieses die Angst überwinden oder sich der Angst zu stellen. Du hast gesagt, dass dir Persönlichkeitsentwicklung auf diesem ganzen Weg geholfen hat. Was hast du ganz konkret getan? Also ich habe einfach Seminare dazu besucht, zu Persönlichkeitsentwicklung. Auch einfach Seminare, wo man eben nicht nur da sitzt und zuhört, weil ich finde, das ist halt nicht so effektiv, wie man, wenn man selber mit eingebunden wird, wenn mit einem Übungen gemacht werden. Und ich war auch jetzt schon öfters auf dem Event,
wo man, sag ich mal, so liebevoll an seine Grenzen geführt wird. Aber ja, also das ist schon auch extrem und das ist mir auch extrem schwierig gefallen. Ich dachte so in dem Moment, ich gehe einfach. Aber was mich dann wieder motiviert hat, ist einfach zu sehen, dass alle anderen Menschen, die haben das auch geschafft. Und dann dachte ich mir so, wenn alle anderen das können, dann kann ich das auch. Und durch die Gruppendynamik hat mich das einfach dann halt auch mitgezogen, sage ich mal. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe auch sogar einmal, allerdings war das nur kurz, auf einer Bühne gesprochen vor 800 Menschen. Wow. Da ging es um das Thema Veränderung. Und ich war damals tatsächlich noch nicht so weit wie heute, aber trotzdem schon ein extremer Schritt für mich. Und ich durfte da halt auch ganz kurz sozusagen meine Geschichte erzählen. Und ja, ich hatte wirklich Panik auch davor. Ich habe so komplett gezittert. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das überlebe ich nicht und so. Und in dem Moment, aber als ich dann auf der Bühne war, war das für mich eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Also ich war zwar am Anfang nervös und so, aber das hat sich dann mit der Zeit eigentlich gelegt, obwohl ich nur wirklich, ich habe vielleicht 4 Minuten oder so geredet, also wirklich nicht lange. Aber das sind so Situationen, wenn man sich so Schritt für Schritt annähert, dass man einfach seine Komfortzone so Step by Step, sag ich mal, erweitert und nicht so voll von 0 auf 100 geht, weil dann geht es oftmals schief. Dann kommt man da einfach oftmals nicht weiter, beziehungsweise erlebt vielleicht Enttäuschungen oder setzt sich zum Beispiel Erwartungen und erfüllt die einfach nicht und denkt sich dann, verdammt, ich kann es einfach alles gar nicht. Deswegen ist für mich ganz wichtig gewesen, dass ich so Step by Step mich angenähert habe und dass mich auch Menschen praktisch an die Hand genommen haben, geführt haben, dass ich sozusagen einen Mentor hatte, der mich mit auf den Weg genommen hat, weil das ist schon ein bisschen schwierig so, wenn man, also bei mir war es zumindest so, dass meine Family oder Freunde umkreist, die immer alle gemacht haben, was machst du da für eine Scheiße und so. Und die haben es einfach alle nicht verstanden, die haben auch nicht verstanden, wieso ich so viel Geld dafür ausgegeben habe, weil ich habe wirklich schon ein paar tausend Euro dafür, muss ich dazu sagen, ausgegeben. Ich habe viel Zeit dafür investiert, meine ganze Energie. Also ich habe schon echt extrem viel investiert, um dahin zu kommen, wo ich jetzt heute bin. Aber für mich war das absolut notwendig, wirklich, weil ich habe mich einfach, ich war total unglücklich, unzufrieden. Ich bin einfach absolut gar nicht mehr klargekommen. Und vielleicht noch ganz kurz dazu, das habe ich vorher gar nicht erzählt bei meiner Geschichte, 2018, also letztes Jahr, hatte ich dann nochmal so einen richtigen Knick, sag ich mal. Ich war da, September 17 habe ich angefangen als Sachgebietsleiterin in der Behörde und das Problem war einfach da schon, dass ich einen Platz übernommen hatte, der fast ein halbes Jahr irgendwie so unbesetzt war. Da hat sich halt extrem viel angestaut. Ich wurde früher von der Einarbeitung rausgezogen, die haben mich einfach auf den Platz gesetzt, also ja, das war alles nicht so leicht für mich. Und dadurch, dass ich halt im Studium schon gemerkt hatte, ich will das eigentlich gar nicht, aber mir blieb in dem Moment nichts anderes übrig, weil ich konnte ja nicht sagen, okay, ich chill jetzt einfach, weil ich hatte dann noch das Problem, dass ich mich mit dem Studium verpflichtet hatte, 5 Jahre im öffentlichen Dienst zu bleiben. Und wenn ich das nicht erfülle, hätte ich 30.000 Euro zurückzahlen müssen. So, deswegen war für mich so das Problem, scheiße. Wenn ich jetzt könnte, hätte ich mich sogar zu dem Zeitpunkt entlassen lassen aus dem Beamtenverhältnis. Aber die 30.000 Euro waren für mich halt extrem viel Geld, dass ich dachte, ich kann es nicht. Ich kann es, egal wie sehr ich will, ich kann es nicht machen. Und ich habe mich dann mehr oder weniger damit angefreundet, will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich habe es halt gemacht. Und ich habe dann aber auch gemerkt, irgendwann, dass es mir immer schlechter geht und schlechter und schlechter. Und ich wusste, wenn ich jetzt nicht die Notbremse ziehe, dann geht es mit mir steil bergab. Ich konnte es einfach nicht, weil bei uns war dann auch schon jemand ausgefallen, eine Sachgebietsleitung, auch aus gesundheitlichen Gründen, weil es einfach too much bei uns war. 3 Monate und wir hatten dann noch das Ding mit der Vertretung, dass wir sie vertreten mussten, obwohl wir mit unserem Zeug nicht mehr hinterherkamen. Natürlich haben wir auch jeden Tag nicht sehr nette Anrufe bekommen, weil klar, in den Postkörben lag Zeug drin, das schon teilweise bis zu 1 Jahr alt war. Also wirklich, ich konnte die Leute verstehen, aber ich konnte halt auch nichts machen, weil ich war ja gerade frisch da und da war das echt nicht einfach für mich. Und mein Körper hat mir dann irgendwann signalisiert, okay, stopp, jetzt ist genug.
ich konnte dann wirklich auch nicht mehr das Haus verlassen. Also mir ging es echt so schlecht. Ich habe so starke Schmerzen bekommen, dass ich teilweise nicht mehr richtig laufen konnte. Ich hatte Durchfall. Mir war extrem schlecht. Also wirklich, mein Körper hat mich total rausgenommen. Und ich war bei vielen Ärzten. Und ich wusste eigentlich so im Hinterkopf, okay, das ist psychisch. Das kann nur psychisch sein, weil ich habe es ja gemerkt, wie es mich einfach so Schritt für Schritt wieder runtergezogen hat einfach. Und trotzdem dachte ich mir, okay, aber vielleicht ist doch noch was anderes. Ich habe noch irgendwie so was anderes gesucht, weil ich es nicht so richtig wahrhaben wollte. Und ein Arzt hat mir dann gesagt, weil ich hatte Magenspiegelung, weil es am Anfang hieß, Magenschleimhautentzündung und weiß der Kuckuck. Und ja, ein Arzt hat dann gesagt, er vermutet eher, dass es einfach psychisch ist, dass ich praktisch die Situation nicht richtig verkrafte. Weil er hat mich dann gefragt, was ich beruflich mache und so, und hat dann schon gehört, als ich die Führungsposition eben genannt habe, dass er gesagt hat, ja, dass ich da erstmal reinkommen muss. Natürlich wusste er das andere alles auch gar nicht, was zu dem Zeitpunkt passiert ist. Und was mich noch so ein bisschen irgendwie so ins Wanken gebracht hat, ich wollte schon immer früh Mama werden. Und ich dachte dann zu dem Zeitpunkt, ich hatte immer so die Zahl 25 in meinem Kopf. Mhm. Ich bin jetzt 26. Und das Problem zu dem Zeitpunkt war dann, weil ich so tief eigentlich wieder gesunken war, sage ich mal, dachte ich so, jetzt weiß ich auch nicht, kann ich das überhaupt machen oder wie komme ich dann damit zurecht? Und ja, das war für mich irgendwie ein bisschen schwierig, weil in meiner Arbeit wurde es irgendwie nicht so gern gesehen, wenn man auch schwanger wurde. Deswegen hat mich das so komplett ausgeschalten. Also mir ging es echt richtig, richtig schlecht. Und ich habe mich dann total so verkrampft und wollte unbedingt jetzt sofort schwanger werden. Ich wollte sofort ein Baby haben, weil ich gesagt habe, okay, ich wollte das schon immer so. Ich hatte das sozusagen schon geplant, eigentlich schon früher. Dadurch, dass ich dann aber studiert habe, hat es schon ein bisschen länger gedauert. Und dann dachte ich mir so, ja, ich weiß nicht so genau, weil jeder so gesagt, du kannst es doch jetzt nicht machen. Guck mal, wie es dir geht und wie wird es da mit Kind und keine Ahnung. Und das war so voll schlimm für mich, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr, wo mir so der Kopf steht. Ich wusste gar nicht, was soll ich jetzt überhaupt machen. Und dann habe ich so mir sozusagen eine Auszeit genommen, bin ein paar Tage weggefahren, habe zu einer Freundin, die ist auch selber Mama, mittlerweile hat sie auch das zweite Kind, habe mich mit der so ein bisschen unterhalten und sie konnte mich total verstehen, weil sie eine ähnliche Situation hatte. Ja. Und sie hat dann gesagt, ich so ganz ehrlich, mach das, was du für richtig hältst, du wirst sehen. Sie hat gesagt zu mir, seitdem ihr Kind da war, war sie noch viel fokussierter auf, also hat sie alles sogar mit Business total gut auf die Reihe bekommen, einfach weil sie das genauso wollte. Und deswegen, das war so für mich der Punkt, wo ich dachte, okay, ich muss genau das machen, so wie ich das jetzt will. Dann habe ich die Pille gesetzt und obwohl ich mich so drauf verkrampft habe, dass ich sofort ein Baby möchte, hat es tatsächlich gleich geklappt. Also ich bin direkt nach Absetzen, hat nicht mal 4 Wochen gedauert, sofort schwanger geworden. Und ich war dann auch die komplette Schwangerschaft krankgeschrieben, weil ich am Anfang, mir ging es so schlecht, dass ich auch im Krankenhaus war, eine Woche Infusion gebraucht habe. Und meine Frauenärztin hat dann zu mir gesagt, das geht nicht. Die psychische, also das, weil mich das so stark belastet, die hat gesagt, auf keinen Fall gehe ich zurück in mein Geschäft. sie schreibt mich krank. Und sie musste das zwar immer so Step by Step machen, weil bei mir keine, sag ich mal, so Plazenta-Insuffizienz oder so vorlag, wo man dann sich komplett durchgehend krank schreiben lassen. Deswegen musste sie praktisch immer überprüfen, wie es mir geht, aber dadurch, dass es mir halt so schlecht ging, ich im Krankenhaus war und bei mir auch das Problem war, dass das Baby dann auch schon ziemlich früh schon nach unten gedrückt hat. Sie kam auch letztendlich 4 Wochen zu früh. Da hat meine Frauenärztin auch gesagt, sie ist echt froh, dass sie mich krankgeschrieben hatte, weil ansonsten wäre es noch früher gekommen durch den ganzen Stress und so weiter. Deswegen, also das war echt irgendwie dann total die Erlösung für mich, als ich es hatte. Und ich habe mich dann auch gar nicht mehr so auf das andere eingelassen, wo jeder zu mir gesagt hat, oh, das war jetzt aber dumm oder das wird nicht funktionieren. Das hat mich ab dann nicht mehr interessiert, weil ich mich dann voll auf mein Baby konzentriert hatte. Und jetzt, wo sie da ist, bin ich echt so extrem fokussiert auf mein Business, natürlich auch auf mein Baby. Aber ich kann es extrem gut so für mich managen.
Also, was alle anderen gesagt haben, hat einfach für mich jetzt nicht gestimmt. Ja. Für mich funktioniert es so am besten, wie ich es mir jetzt so auch vorgestellt habe. Also, das war echt. Ja, aber schön. Aber lass mal, du hättest auf alle anderen gehört. Ja. Die dir das ausreden wollten. Also, ja. Schön, dass du halt so deinen Weg trotzdem gegangen bist. Ja. Kannst du nochmal so genau beschreiben, wie sich das nochmal für dich verändert hat, als du Mutter geworden bist? Also als ich Mama geworden bin, hat es für mich sich, ja, ich bin einfach so extrem viel fokussierter. Ich weiß, dass ich halt viel organisierter sein muss, weil mit Baby ist es halt eben unberechenbar. Also ich weiß nicht, wann wird sie jetzt wach und so weiter. Das ist halt noch nicht so ein richtig regelmäßiger Rhythmus, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich habe jetzt 4 Stunden Zeit oder 2 Stunden. Also ich habe für mich dann einfach so praktisch schon ein bisschen so organisiert, dass ich gesagt habe, ich mache mir so mehr oder weniger eine To-Do-Liste und schreibe mir aber die Dinge auf, die für mich am wichtigsten sind, was ich an dem Tag auf jeden Fall erledigen muss. Und sobald sie dann halt schläft, fange ich mit den Sachen auch an. Und ich muss dazu sagen, ich bin zeittechnisch extrem viel schneller geworden mit Baby, weil ich einfach genau weiß, okay, ich habe nur jetzt die Möglichkeit und vielleicht manchmal ist es ja auch so, dass halt der ganze Tag, dass sie quengelig ist und dann der ganze Tag bei mir ist, deswegen nutze ich jede Sekunde und deswegen bin ich auch echt extrem schnell geworden und setze einfach um, also schreibe die Dinge auf und setze dann sofort um, weil ansonsten mit Baby ist das natürlich nicht so einfach und das habe ich davor natürlich alles nicht gemacht. Ich habe so einen Tag so reingelebt und dachte mir so, ja, ich habe ja Zeit und mache dann vielleicht mal das und da mal das und jetzt ist einfach viel strukturierter so. Ja. Und wie hat sich das beruflich jetzt oder wie verändert sich das jetzt beruflich für dich? Also du gehst nicht mehr in den Beruf zurück, der dich so krank gemacht hat. Nein, also ich habe es auf jeden Fall nicht vor. Ich kann mich auch, nämlich das ist wieder das Gute, für mich jetzt in dem Fall, wenn ich mich zum Ende von der Elternzeit entlassen lasse und praktisch hauptsächlich mich um mein Kind kümmere, dann muss ich die 30.000 Euro nicht zurückzahlen. Okay. Gut. Ja, also sprich, im Endeffekt hat sich alles für mich zum Guten gewendet. Alles, was ich so gemacht habe, wie ich es wollte, war für mich eigentlich perfekt. Hattest du Vertrauen darin, dass das schon irgendwie alles klappen wird? Am Anfang habe ich kurz gezweifelt. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich mich aber mit der Freundin da unterhalten hatte, sie ist auch selbstständig, aber auch schon seit, ich glaube, fast 15 Jahren jetzt. Mhm. Aber ab dem Zeitpunkt habe ich wirklich so schon ein starkes Vertrauen entwickelt gehabt. Ich war zwar noch nicht so 100% überzeugt, aber ich kam dann so irgendwann an den Punkt, wo ich dachte, okay, ich gehe jetzt so all in, sage ich mal. Ja. Und, ja, ist wirklich so. Und ab dem Zeitpunkt habe ich auch zu 100% daran geglaubt. Schön. Ich glaube, das macht auch viel aus, wenn du nicht die ganze Zeit am Zweifeln bist, weil dann bist du ja auch in so einem Mangeldenken. Mhm. Und das wie zieht dich auch dann runter. Genau, genau. Schön, also wahnsinnig tolle Geschichte. Vor allen Dingen ist halt schön zu sehen, du hattest Aufs und du hattest halt auch wieder Ups, aber du bist halt auch wieder da herausgekommen. Und ich glaube, diese Downs, die brauchst du auch, um sich wieder noch einen Schritt weiter zu entwickeln. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Also bei mir kam jetzt eigentlich erst in 2019 so die krasse Transformation, dass ich wirklich sage, okay, mich bringt nichts mehr so aus der Fassung, mich juckt es gar nicht mehr, was die Menschen von mir denken. Ich habe auch angefangen mit Videos, das war einfach für mich damals ein No-Go, hätte ich niemals gedacht. Sobald die Kamera anging oder so, habe ich total Panik bekommen und dachte, nee, das kann ich nicht machen. Also das ist echt schon ein sehr, sehr großer Schritt für mich gewesen. Schön. Ja. Wenn man jetzt noch ein bisschen mehr von dir sehen will und dir irgendwo folgen will, wo kann man das machen? Also entweder auf Instagram, da heiße ich Jacqueline Frank und dann unten der Strich. Das oder verlinken wir einfach unten in der Infobox. Genau. Ja, genau. Einfacher. Wir wissen auch nicht, wie man meinen Namen jetzt schreibt. Oder in Facebook bin ich auch, da heiße ich auch Jacqueline Frank einfach. Schön. Ja. Ich fand das unglaublich inspirierend, so dieses, so viele Leute haben eigentlich dagegen gesprochen, du hast es trotzdem gemacht. Und dieses trotzdem machen hat halt diese extrem positive Entwicklung für dich gebracht. Ja. Das fand ich so schön. Und du hast dich von all den Sachen, die dir passiert sind, es war halt auch sehr viel, hast du dich nie runterziehen lassen. Ja. Sondern hast dich dadurch, genau dadurch weiterentwickelt.
Unglaublich inspirierend, super, super schön. Magst du noch, hast du so eine Sache, die du Leuten mit auf den Weg gibst, die halt noch an diesem Punkt sind, dass sie wissen, sie müssten was verändern und kommen einfach nicht dahin, diesen Schritt zu gehen? Also, was ich immer auf jeden Fall empfehle, ist, dass man sich einfach eine Person sucht, also einen Mentor. Das war für mich wirklich der wichtigste Schritt, weil ab dem Zeitpunkt hat man halt auch jemanden an der Seite, wo einen führt und wo auch einen, wenn man mal so ein Tief hat, wo einen da wieder rausholt, weil er dir genau zeigt, okay, pass auf, mir ist das und das und das passiert und ich bin da auch wieder drauf rausgekommen und du kannst es auch schaffen. Und das ist so immer, sage ich mal, eine Person, die dir so liebevollen Arschtritt gibt und dich einfach dahin bringt, wo du auch hin möchtest. Also das ist absolut, finde ich, der wichtigste Schritt, den jeder gehen sollte. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für das echt tolle Interview. Das war richtig, richtig schön und inspirierend. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ich freue mich, dass du bis zum Ende weitergeschaut hast. Ich habe jetzt nämlich noch was für dich. Und zwar startet am Montag, den 26. August, meine neue kostenlose 3-Tages-Challenge zum Thema mehr Selbstvertrauen als Mama. Und ich fand, das passte irgendwie so gut zu dem Interview, dass ich diese Einladung hier gerne noch hinten anhängen wollte. Diese Challenge ist was für dich, wenn du dich unsicher fühlst, wenn du wenig Selbstbewusstsein hast, wenn du denkst, dass du nicht gut genug bist. Dann kannst du dich gerne über das Formular, was unten auch in der Infobox verlinkt ist, zu meinen WhatsApp-Coaching-Impulsen kostenlos anmelden, denn dort wird die Challenge stattfinden. Wenn du per WhatsApp schon Nachrichten von mir bekommst, dann musst du dich nicht mehr anmelden, dann bist du automatisch dabei. Und du bekommst wirklich persönliche, individuelle Nachrichten von mir, also es ist keine große WhatsApp-Gruppe oder sowas. Und du bekommst dann 3 Tage lang Input, Übungen, Meditationen und kannst die ganz individuell in deinen Mama-Alltag einbauen. Brauchst du ungefähr 15 bis 20 Minuten an diesen 3 Tagen jeweils. Und nach der Challenge weißt du dann, warum du wenig Selbstvertrauen hast und hast Tools an der Hand, wie du wieder Selbstvertrauen in dich und deine Fähigkeiten aufbauen kannst. Also wenn das was für dich wäre, dann melde dich gerne unter dem Link zu meinen WhatsApp-Coaching-Impulsen an, denn dort wird dann die Challenge ab Montag stattfinden.